Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert mit mir, dem Twanke. Ja, beim letzten Mal sind wir aus der Höhle raus, haben den Arena-Leiter getroffen und wie versprochen, habe ich zumindest einen der Starter reingetan. Ich will Gräudra noch eine Weile behalten, bevor ich den zweiten rein tue. Wir haben jetzt noch Hoplo im Team, den werde ich jetzt erstmal noch, bevor wir weiterlaufen, mit einem Item ausstatten und noch mit dem Leveln richtig hart hochboosten. Heißt EP-Bonbons, ich habe 98. Ich gebe ihnen so ungefähr die Hälfte davon, 50. Da müsste er eigentlich richtig hart leveln, dass ich ihn jetzt gerade verwenden kann. 40.000, Level 35, guck mal. Perfekt gelevelt. Damit ich ihn halt sofort verwenden kann. Der wird sich jetzt instant entwickeln und danach kann ich ihn mit dieser Bonbons noch ein weiteres Level pushen und habe direkt die höchste Version von dem Feuerstarter. Wie ich es gerne hätte. Jetzt hat es Nitro-Ladung, Agilität. Agilität bin ich nicht so unbedingt ein Fan von. Kopflos wäre noch in Ordnung. Dagegen kann Glut weg. Ich muss jetzt erstmal all die Attacken da kriegen. Konter! Es kann Konter lernen. Okay, das ist krass. Dafür schmeiße ich mal Ruckzucki raus. Weil Konter kann ultra hart zuschlagen. Sprungfeder, was war Sprungfeder? Ah, das war Sprungfeder. Ja, im Gegenzug zu Doppelkick. Doppelkick ist jetzt nicht so stark. Okay, und jetzt kommt die Entwicklung. Ich werde direkt zu Anfang den stärksten Feuerstarter haben und in der nächsten Folge, vielleicht auch erst nach zwei Folgen, werde ich auch noch von Chimpep die höchste Entwicklung haben. Jetzt habe ich erstmal Kikalo. Wahrscheinlich ist Kika-Pokémon. Nee, Hasen-Pokémon. Ein flauschiges Fell schützt es vor Kälte und ermöglicht es ihm, noch heißere Feuerattacken auszuteilen. Das Schöne ist, ich brauche ihm jetzt nur ein S-Bonbon geben und das entwickelt sich direkt noch einmal. So krass ist das hier einfach mit den Dino Raids und diesen Bonbons. Ihr könnt die Viecher so schnell hochpushen. Ihr braucht nicht mehr 1000 Stunden trainieren. Ich habe echt schnell den Feuer... Was bist du denn? Libelo. Ja, den Feuer... Master Starter hier. Torschützen-Pokémon, das sieht auch aus wie so ein Stürmer. Er jongliert kleine Steine mit den Füßen und erschafft daraus einen Flammenfußball. Denn der Gegner verbrennt es mit scharfen Schüssen. Lass mich raten, genau so eine ähnliche Attacke kriegt es jetzt. Ja, Feuerball. Wie stark ist Feuerball? Tschüss! 120! Junge! Dagegen kann ja Nitro-Ladung sowas von weg. Kopflos will ich drin behalten, damit ich verwirren kann. Ich will Feuerball auf jeden Fall in Aktion sehen. Aber vorher noch hier. Irgendeine gute Attacke, die ich ihm beigeben könnte. Naja, hält sich in Grenzen. Kikalo, du kommst nach vorne. Also ihr habt gerade vielleicht kurz sehen können, dass ich das Vieh schon in der Box habe, aber ich will es heute einfach noch nicht benutzen. Mit heute meine ich an meinem Aufnahmetag, nicht heute diese Folge. Ich habe übrigens auch noch ein paar Steine gefunden, aber die konnte ich aus irgendeinem Grund dem Evoli nicht geben. So, welche gebe ich dir denn? Ach komm. Gebe ich dir Muschelglocke. Wenn du Schaden machst, kriegst du Leben wieder. Okay. Hier haben wir auch direkt einen Pokémon-Kämpfer. Den kann ich herausfordern. Dann habe ich direkt die Chance, Piccolos Feuerball auszuprobieren. Polizist. Hoffentlich machst du deinen Job gut. Okay. Vergiss das mit dem Feuerball. Den kann ich doch noch nicht ausprobieren. Aber Libelo sieht einfach geil aus. Ich bin schon gespannt, wie die Vollentwicklung von Chimpep aussieht. Ich mache einmal Konter.
um euch zu beweisen, dass das ultra stark ist. Konter. Pam. Und ich habe halt den doppelten Schaden zurückgemacht. Jetzt stellt euch mal vor, ich kriege eine Attacke ab, die mich fast umnietet. Das nietet den Gegner sofort um. Das war keine Kopfnuss, du hast ihm in die Fresse getreten. Ach nee, das war ja Zurückschrecken und nicht das Verwirren. Okay, ist aber genauso gut. Weil Kikelo scheint auch schnell zu sein. Richtig schnell. Um fair zu sein, müsste ich jetzt eigentlich Marithelit noch mal eben kurz 6 Level aufboosten. Damit die alle so ungefähr gleiches Level sind. Aber ich will mich halt nicht zu krass verstärken. 3 sollten reichen. Spiegelcape. Nein, danke. Auch wenn Spiegelcape eigentlich ganz gut ist. Ich will mich nicht zu krass boosten. So, jetzt sind alle auf Level 36. Psychokinese. Ja, das darfst du gerne haben, Marithelit. Ist eine bessere Version von dem, was ich jetzt habe an Psycho-Attacken. Darfst du gerne haben. Und was ich auch noch mal eben mache, das direkt auf die höchste Dynamax-Stufe boosten. Ihr konntet dadurch übrigens sehen, wie viele Dynamax-Kämpfe ich gemacht hatte in der letzten Zeit. 36. Ich habe bei jedem Kampf einen einzigen bekommen. Also ich habe ordentlich Dynamax-Kämpfe gemacht. Oh, Spezialangriff wert hoch. Zu kämpfen? Hallo? Okay, es will nicht kämpfen. Hier ist jetzt gleich das Eden. Da sollte ich reingehen. Und da treffen wir das Mädel wieder, das wir im Stream getroffen haben. Mari. Ja, ich bin ein Nachtmensch. Klar, warum nicht? Na klar, lieben gern, ich helfe dir gern dabei. Und schon ist Team Jail im Hintergrund natürlich. Ja, was für eine geile Atmosphäre. Jetzt kann ich den Feuerball aber mal sehen. Soweit ich gesehen habe, kann das verbrennen. Sollte es aber kennen, ja. Ich habe mich nämlich zu stark geboostet. Okay, fügt ihm einfach nur eventuell Feuerschaden zu. Feuerball! Das war ein guter Schuss. Haben alle drei so Attacken, die auf Schüsse basieren? Wäre jedenfalls interessant, so ein Zuro-Kex. Ich will diesen Feuerball nochmal sehen, der sah ja ultra geil aus. Ich sehe gerade, dass meine Hülse so leicht auf dem Bild ist. Einen Moment. So. Noch einmal Feuerball, einfach weil der so geil aussieht. Bam, bam, bam. Geile Tricks übrigens. Also dich würde ich als Mittelstürmer einsetzen. Morpeko, was ist ein Morpeko? Dieser Kampf gehört komplett dir. Ach, diese komische Pikachu-Imitat. Los, Libalo. Noch ein Feuerball. Einfach weil er so irre geil aussieht. Puh. Den Arena-Kampf gibt es übrigens erst bei der nächsten Folge. Und ich werde bei der nächsten Folge... Obwohl, das mache ich, glaube ich, noch nicht. Ich werde Shimpep auf jeden Fall demnächst noch reinholen, aber erst, wenn ich Groll 3 entwickelt habe. Was wahrscheinlich nicht lange auf mich warten lassen wird. Jetzt guck doch nicht so enttäuscht.
Okay. Am liebsten würde ich jetzt wirklich schlafen gehen. Bei mir ist es 21 Uhr. Also es wäre keine verkehrte Idee. Übrigens, was die Zusatzfolge Pokémon angeht, die geht erst ab heute. Gestern war nur Pokémon. Heute kommt bei jeder Folge, obwohl ihr seht die hier ja nach der anderen, immer eine Pokémon-Folge noch hinzu. So 20.15 Uhr. Ich werde mich da strikt an diese Zeit halten. Oh Mann, warum lässt du mich immer zurück? Was? Wie viele Karten hat der bitte? Wo hat er die alle her? Zwei Feuerheile. Die könnte ich vielleicht sogar gebrauchen. Oh, unauslöschlicher Feuerveteran. Das klingt schon interessant, aber ich werde ihn wahrscheinlich so hart vernichten, weil mein Team zu stark ist. Aber was das hier angeht, das Pokémon, das hätte ich auch demnächst gern. Es gibt hier übrigens eine Sache, die ich gern noch machen würde, bevor ich hier beende. Ich bin ja hier mal die NPCs abgegangen und bei einem von denen hier gibt es eine Spezialaufgabe. Hier, mein Pikachu liebt es zu pfeifen und im Wasser zu planschen. Jetzt müsste ich hier einen Pikachu suchen und das werde ich heute noch machen. Ich muss also runter ans Wasser und irgendwo dort sitzt ein Pikachu. Hier kann man übrigens runter. Ich habe hier unten aber noch nicht abgegrast. Ich bin nur einmal hingegangen und hatte gesehen, dass hier was liegt. Ah, das wird auch mal ein richtig harter Gegner. Zartak! So, beim Wasser muss ich jetzt pfeifen. Ich weiß nicht, wo genau das Pikachu ist. Ich weiß auch nicht, ob es bekämpfbar ist. Wahrscheinlich muss ich es einfach nur finden. Ich bin mir sicher, dass es dafür auch irgendwas Gutes gibt. Ich meine, man geht ja nicht ohne Grund einfach auf eine Suche. Wenn ich dafür jetzt nur einen Trank bekomme, ich habe da was liegen sehen. Das habe ich tatsächlich übersehen. Normalattacken. Okay, das hätte ich auch liegen lassen können. Außer wenn es um Hyperschrei geht. Den hätte ich gerne 1000 Nummern stärker. Wie heftig wäre eigentlich so ein deiner Hyperstrahl? Das wäre die Ultra-Vernichtung. Und ich spreche jetzt wirklich Hyperstrahl als deiner Version. Ich muss pfeifen. Irgendwo wird es schon sein. Bist du es? Muss dieses Pikachu finden. Irgendwo am Wasser, sagte der. Vielleicht sieht man es auch vorher. Komm hier, komm hier. Ich will dir nichts Böses. Will ich nur zu deinen Kumpel zurückbringen. Ich plansch ja so gerne im Wasser. Ich weiß jetzt übrigens nicht, ob es vielleicht auch auf einer komplett anderen Ebene ist. Mit dem kommt man auch hin, dann hat man Pokéball bekommen. Okay. Keine Ahnung, wo dieses Pikachu ist. Auch mal verschiebt sich das mit der Pikachu-Suche noch, aber ich wollte zumindest zeigen, dass diese Suche existiert. Ich habe das Pikachu jetzt nicht gefunden, das werde ich noch im Nachhinein versuchen zu finden. Also das werde ich ja wieder offscreen machen. Bei der nächsten Folge wird es dann safe den Arena-Kampf geben. Da werde ich wahrscheinlich mit Kamo antreten, damit das noch irgendwo ein fairer Kampf ist. Zusätzlich dann noch mit Kreutra, Marielit und Libelo. Ich werde Montecarbo und Itelion dann nur im höchsten Notfall verwenden.
Also wenn wirklich all meine anderen K.O. sind, dann sind die dran. Und ich mache mir selber als Challenge bei Arena-Kämpfen kein Believer einzusetzen. Nicht einen einzigen. Heilen darf ich maximal, sagen wir ja, 7-mal. Ich darf mich maximal 7-mal heilen. Also von KP-Wert. Statuswerte darf ich unbegrenzt. Das sind meine Challenges. Damit es noch irgendwo spannend wird. Aber hier sage ich jetzt auf jeden Fall ciao. Hopp steht schon vor der Arena. Entweder wird er mich jetzt herausfordern wollen. Oder er will mir nur sagen, er hat die in Arena-Ohren schon geholt. Ja, und da ist übrigens auch noch Balduin. Ja. Ich mache hier jetzt den Cut. Wir werden hier direkt bei der nächsten Folge starten. Ciao, Leute.